Tom, herzlichen Glückwunsch 24-23 gegen Emstetten, aber ich muss erst mal fragen, seid ihr denn wahnsinnig? Was macht ihr mit uns? Ja, zum Glück die Spiele gewinnen. Wie ist völlig egal, Leute. Ich glaube, dreckiger geht's nicht, als das, was wir heute gemacht haben. Auch Großwallstadt war schon dreckig. Also, ja, guter Jahresabschluss, glaube ich. Tut uns allen gut. Schwere Hinrunde gehabt. Auch immer wieder Ausfälle, die nicht so leicht zu kompensieren waren. Und das tut verdammt gut da oben. Also. Auch heute wieder frühe rote Karte für Markus Dangos. Zusätzlich zu den verletzten oder in Quarantäne befindlichen Spielern kam noch oben drauf. Zweite Halbzeit dann mit 3 Toren zurückgelegen. Hast du da noch an euch geglaubt? Und am Ende schilder uns, wie ist die Aufholjagd zustande gekommen? Glaube und das Quäntchen Glück, was man sich erarbeitet. Also wenn man noch sieht, dass wir am Ende noch einen Freien aufs leere Tor verwerfen, kein Vorwurf, ich habe ihn auch verworfen, erste Halbzeit oder zweite Halbzeit, alles gut. Haben wir uns erarbeitet über die Abwehr, über die Emotionen wieder. Und dann haben wir ja heute Leute gehabt, die zweite Halbzeit mal eingesprungen sind. David macht 2 Tore, der Felix nimmt es nochmal an, sich auch in der Abwehr vorne vor, was er gar nicht oft deckt. Tim macht nochmal einen wichtigen und Max im Tor hält zweite Halbzeit auch einfach stark. Und ja, manchmal muss man sich sehr arbeiten, das Glück. Und ich glaube, das haben wir in den letzten 2 Spielen einfach gemacht. Jetzt lasst uns mal in eure geschundenen Herzen blicken. Wie viele Steine sind euch abgefallen? Was war in der Kabine los? Man hat euch gehört. Die Erleichterung war, glaube ich, sehr, sehr groß. Ja, klar, eine Pause mit einer Niederlage will niemand gehen. Das ist echt das Letzte. Also, ich glaube, Stimmung bei Emstetten war halt auch nicht gut. Die haben sich auch viel vorgenommen, sicher fürs Spiel. Das gleiche gilt für uns. Riesensteine vom Herzen gefallen. Also, dass wir jetzt 2 Spiele mit einem Tor gewinnen gegen im Prinzip direkte Konkurrenten, das tut richtig gut. Vielleicht so gut, dass das Heimspiel gar nicht stattgefunden hat. Auch wenn haben sicherlich auch ja, angeschlagen ist. Jetzt auch wieder unentschieden gegen Aue. Hätten wir vielleicht auch was mitnehmen können, aber wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, dass die 2 Spiele jetzt sehr, sehr wichtig waren und dass man jetzt ganz anders in die Rückrunde geht mit 2 Siegen, gerade auch gegen direkte Konkurrenten in ja, sogenannten 4-Punkte-Spielen. Emstetten auf Abstand gehalten, Großwallstadt rangezogen letzte Woche und ja, ich glaube, mit den 2 Spielen können wir sehr, sehr zufrieden sein, egal wie gut es war oder ob da Qualität hoch war, wie viel Fehler drin waren. Wir haben sie gewonnen und was anderes war nicht nötig. Also. Auch nochmal ein schöner Abschluss eines schwierigen Jahres. Wie blickst du zurück auf dieses Jahr 2020? Ganz verrückt gelaufen. Wie Ja, fällt wirklich, deine Bilanz aus? wirklich schwierig. Also es ist nicht immer einfach, sich davon gar nicht von beirren zu lassen. Auch jetzt die Woche wieder. Peter und Moritz fehlen ja auch beide. Wir wussten, glaube ich, bis gestern Abend nicht, ob wir spielen, dann, dass wir spielen, dann wieder nicht. Das gleiche in Hamm, nach Hamm gefahren, ohne zu spielen. Also wenn man nur die eine Woche sieht, ist das schon sehr, sehr schwierig. Und da immer auch die Motivation gar nicht, aber so auch diese Qualität und die Emotionen hochzuhalten, wenn man gar nicht weiß, wofür man es gerade macht. Ist es schon nicht einfach. Ich glaube, das hat man auch gerade auswärts bei uns so ein bisschen gemerkt. Ich glaube, da muss dann gerade von Emotionen noch viel mehr kommen, dass wir auswärts nicht immer den großen Rückstand haben und nicht immer hinterherlaufen, weil wir im Prinzip nach 10 Minuten immer das Unentschieden haben gegen egal wen auswärts, ob es Dormagen, ob es Lübeck-Schwartau war. Da spielen wir unentschieden ab der 10. Minute im Prinzip. Und ja, ich glaube, dass das dem Ganzen noch ein bisschen geschuldet ist. Soll keine Ausrede sein. Aber ja, schwierig, auch schwierige erste Jahreshälfte mit Abbruch. Natürlich da auch mit einem guten Gefühl raus. Sieg in Aue, ich glaube, das war auch nochmal gut für uns. Dann eine ganz, ganz lange Vorbereitung, die natürlich auch irgendwann richtig zäh wird. Für uns das Glück, dass wir so einen BGV-Cup spielen konnten, der uns sehr, sehr gut getan hat. Ja, und dann eine schwere Saison, in der man nie weiß, ob man spielt, wann man spielt und gegen wen man spielt, weil beim Gegner natürlich auch immer Leute fehlen. Ja. Und das wünschen wir allen Fans zu Hause natürlich ein gutes neues Jahr, besseres als 2020, einen guten Rutsch. Und Tom, du Definitiv. darfst gerne auch noch mal im Namen der Mannschaft ein paar Worte an die Fans richten. Ja, ich glaube, das geht allen so. Wir vermissen die Halle. Wir sind den Leuten, die hier sind, sehr, sehr dankbar. Die machen einen Riesenjob für uns. Aber das tut schon weh, dass wir die ganze Halle jede Woche leer haben. Wir sehen zum Training jedes Mal die aufgebaute Tribüne. Das tut weh. Wir hoffen, dass die Halle ja, möglichst schnell wieder voll wird. Wir vermissen es wirklich und das ist eine Riesenstärke, die wir uns da, ja, die wir da vermissen müssen. Ich glaube, die schönste Hölle ist in der zweiten Liga gefürchtet. Ich glaube, keiner kommt gerne hin, weil die einfach immer schön laut, schön gegen Gegner, für uns, egal wie das Spiel wie steht. Und ja, daran müssen wir uns erinnern, wie es Anfang des Jahres war und ich hoffe, dass wir möglichst schnell wieder hinkommen.
In diesem Sinne, einen guten Rutsch, besinnliche Tage und hoffentlich bis bald.